Ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder hier im TSW4. Mein Name ist Trains and Play und wir fahren heute den ICE 1 und zwar über die Main-Spessart-Bahn, einmal über die Spessart-Rampe, denn wir sind hier in einer, ja, in einer Leerfahrt unterwegs, ohne Passagiere, ohne Fahrgäste, die hier einsteigen wollen. Wir sind tatsächlich hier einfach mal unterwegs und genießen eine Nachtfahrt auf der Main-Spessart-Bahn. Und das wird vermutlich ziemlich cool, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das ja so, dass die Main-Spessart-Bahn jetzt noch das alte Belichtungssystem von TSW hat, der ICE 1 allerdings das neue Belichtungssystem. Das heißt also, wenn wir gleich die Lichter anmachen, sogar richtig die Scheinwerfer vom ICE, dann werden wir richtig schön die Strecke ausgeleuchtet vor uns sehen. Und das wird richtig Spaß machen, denn wir sind jetzt gerade hier noch in diesem Fotomodus und da habe ich die Helligkeit erhöht. Natürlich wird das jetzt gleich, wenn ich aus dem Fotomodus rausgehe, nicht ansatzweise so hell sein draußen. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und starten einfach. Genau, ne? Also so dunkel ist das eigentlich. Das hier ist unser Gefährt, der 30 Jahre ICE-Triebkopf mit dem Bundesbahn-Logo noch hier an der Seite und dieser kleinen hübschen Schleife. Darunter noch der Streifen in der alten Farbgebung in Orientrot und darüber halt eben der Streifen in Verkehrsrot. Na, früher fuhr ja der ICE tatsächlich mit diesem orientroten Streifen durch die Gegend. Das ist heute mittlerweile nicht mehr so. Aber in Anlehnung daran zur 30-Jahr-Feier des ICE wurde diesem ICE dann entsprechend nochmal das alte Farbkleid zumindest teilweise wieder zurückgegeben. Genau. Zugbeeinflussung sagt es, wir können schon mal die Bremsen lösen, schalten PZB und LZB an. Die LZB werden wir sowieso nicht brauchen. Dann drehen wir uns einmal nach hinten. Ja, wobei, wir machen erstmal das Licht im Führerstand an. Taste, ja. Machen wir mal die große Beleuchtung an, stehen einmal auf. Gehen dann hier nach hinten. Die SI verlassen wir aus. Die AFB auf die V-Soll-Freigabe und das war's dann auch schon. Dann machen wir das Licht wieder aus, schalten uns allerdings die Lokführer-Pultbeleuchtung an und jetzt, wenn ich hier die Spitzensignale anmache, dann passiert noch nichts, denn wir müssen noch das Licht umstellen. Wo ging das noch gleich? Als würde ich jetzt zum ersten Mal den ICE fahren. Meine Fahrtrichtung ist in Vorwärtsstellung. Zugsammelschiene lassen wir jetzt mal. Oh, ja, wobei lassen wir sie an. Da, genau. So, genau das Bild habe ich jetzt nämlich erwartet. Wir stellen sie jetzt erstmal wieder kurz auf Normal. Naja, aber ihr seht's, aufgrund dieser unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnisse haben wir echt Fernlichter. Also damit kannst du anderen Leuten kostenlos eine Augenoperation geben. Und das ist, glaube ich, ganz cool jetzt bei der Fahrt. Wir schalten mal die AFB auf 40, da wir mit 40 ausfahren dürfen. Den Fahrschalter in Stellung F. Wir warten, bis die Fahrmotorlüfter kommen. Bremse lösen wir aus. Und jetzt dürfen wir langsam Leistung aufschalten. Und müssen uns jeden Augenblick in Gang setzen. Jawohl, das tun wir auch. Und dann können wir jetzt auch direkt, ja, vielleicht doch entsprechend hier die Lichter ausschalten, dafür das Licht einschalten. Dürfen mit 40 ausfahren. Langsamfahrt ist zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich. 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Und ja, ich glaube, das letzte Mal, als wir dieses Bild hatten, das war auf Köln-Aachen. Da ist mir das nämlich das erste Mal dann aufgefallen, dass man ja tatsächlich aufgrund dieser unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnisse, die kann man auch durchaus zu seinem Vorteil nutzen, weil sonst ist eine Nachtfahrt im TSW gerade so als YouTube-Video immer ein bisschen schwierig, weil am Ende macht es mir halt Spaß, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend fahre, aber ihr seht halt nichts davon. Aber so seht ihr auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel. Und ich glaube, das ist in eurem Sinne. Natürlich würden wir jetzt eigentlich in Deutschland vermutlich nicht unbedingt mit
den Spitzensignalen mit dem Fernlicht fahren. Wobei verboten ist es ja auch nicht. Aber ja, genau, wir machen das jetzt einfach der Sichtbarkeit halber, damit es ein bisschen mehr Spaß macht, hier zu fahren und auch dann zuzuschauen bei Nacht. Wir fahren jetzt einmal hier über diesen Güterbereich von Aschaffenburg, ne? Also hier. Normalerweise würden wir mit den Regionalzügen hier diese Gleise nehmen, durchfahren jetzt aber hier mal tatsächlich ausnahmsweise diesen Abstellbereich. Sind immer noch in der Beeinflussung, in der 1000-Hertz-Beeinflussung. Und können dann, sobald wir vermutlich den Güterbahnhof hier passiert haben, beziehungsweise diesen Abstellbahnhof hier passiert haben, diesen Güterumschlagplatz. Ja, wobei ein Umschlagplatz ist es auch nicht. Es ist einfach. Es sind einfach Gleise, wo Güterzüge abgestellt sind. Dann werden wir gleich auch sicherlich ein bisschen schneller fahren dürfen. Das dürfen wir jetzt schon. Ja, doch, genau. Dürfen jetzt schon 60 fahren. Die PZB ist mittlerweile übergegangen ins Dauerblinken der 55 ohne 1000 Hertz-Beeinflussung. Das heißt, wir befreien uns und können jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Weiterhin gelten 60. Ja, und ich sehe schon im Streckenmonitor, gleich gelten auch nur noch 40. Ja, ein kleiner Nachteil, weil das halt nicht optimiert ist, ne? Hier, ihr seht's, das ist kaum lesbar, was da auf diesen Tafeln dann steht. Das ist halt leider dann ein Kompromiss, den man halt entweder eingeht oder was wir natürlich auch machen können, ist, wir können natürlich jederzeit wieder abschalten und auf die normalen Spitzensignale. Aber, ne? Dann sehen wir halt aber auch wiederum gar nichts. Von daher weiß ich nicht, ob das unbedingt die bessere Alternative ist. Wir schauen mal, dass das funktioniert. Gehen jetzt mal runter wieder auf die 40. Und gleich sind wir dann richtig auf der Hauptstrecke unterwegs. AFB auf 40 gestellt und dann wieder Leistung aufgeschaltet. Ja, zwischendurch, wie gesagt, einfach mal abblenden und dann zu gucken, was da jetzt wirklich auf den Tafeln verzeichnet ist. Ja, die Tafeln, die so weiter an den Rändern sind, die so ein bisschen außerhalb des Lichtkegels sind, die kann man eigentlich ganz gut lesen. Nur wenn sie halt wirklich genau rechts und links von unserem Gleis sind, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, mit Aufschalten und wieder Hochschalten funktioniert das dann auch ganz gut, dass man dann doch sehen kann, ne? Da rechts sind es dann die 160 und dann können wir jetzt wieder einfach das Licht anmachen. Wir befreien uns auch wieder. Nehmen schon mal die Leistung raus und stellen die AFB auf 160. Können wir auch einfach durchdrücken. Ne? Einfach Hebel to the Table, passiert eh nichts. Und sobald wir mit dem hinteren Triebkopf über die Weiche gefahren sind, beziehungsweise dann noch entsprechend an der Geschwindigkeitstafel vorbeigefahren sind, was jetzt hier vorne passieren wird, dürfen wir dann auch auf die 160 beschleunigen, nämlich genau Itzo. Einmal Leistung rein und jetzt können wir mal auf Streckenhöchstgeschwindigkeit für heute beschleunigen. Schneller dürfen wir auch nicht. Auf der Strecke ist keine LZB verbaut. Das heißt also, natürlicherweise ist die Höchstgeschwindigkeit bei 160 km/h. Das ist keine Mod übrigens, bevor das jemand fragt. Das ist einfach nur die Tatsache ausgenutzt, dass ich das Fernlicht anhabe, plus eine Strecke, ein Zug mit dem neuen Beleuchtungssystem auf einer Strecke mit dem alten Beleuchtungssystem. Da ist es ja tatsächlich so, dass der Unterschied da um den Faktor 1000 zu berechnen ist. Ja, also dass Strecken, die ab TSW3 erschienen sind, in diesem Sinne tatsächlich 1000 mal heller sind als TSW2-Strecken. Das klingt alles so ein bisschen komisch, ne? Also 1000 mal heller ist irgendwie so eine unvorstellbare Zahl, wenn man es genau nimmt. Kurz mal abgeblendet. Ja, okay, 140.
Aber tatsächlich ist das wohl so, dass zwischen diesem Belichtungssystem eben dieser Faktor 1000 steht. Deshalb ist das eben so, wenn Fahrzeuge nicht angepasst sind, beziehungsweise wenn halt eben Strecken nicht angepasst sind, weil sie noch das alte Beleuchtungssystem haben, dann haben wir halt genau dieses Phänomen hier am Start. Was ist das? Das sind 120. Auch das stellen wir direkt in der AFB ein. Ja, und so finde ich, macht eine Nachtfahrt eigentlich doch echt viel, echt Spaß, weil es ist dann schon so, es ist zwar Nacht, aber wir sehen trotzdem sehr viel. Das ist zwar, glaube ich, recht unrealistisch, das ist geschenkt, ne? Aber es ist halt eben, finde ich, eigentlich ein ganz guter Kompromiss, der ja recht unfreiwillig zustande kommt. Huch, wir hoppeln und hopsen gerade ordentlich über den Gleisen. Es ist ja eigentlich ein Kompromiss, was diese verschiedenen Beleuchtungssysteme angeht. Ui, warum wackeln wir denn so sehr? Das ist ja der Wahnsinn. So, ob hier vorne gelten dann 130? Nee. Ab. Einer dieser Tafeln müsste es sein. Da. Nee, auch nicht. Auch nicht. Okay, es gelten aber 130. Jetzt hat auch dieses Wackeln wieder aufgehört. Keine Ahnung, warum die Gleise da vielleicht etwas komisch verlegt worden sind. Ja, genau. Also es ist halt irgendwie ein Kompromiss, der gar nicht tatsächlich in irgendeiner Form bewusst von DTG da angeboten wurde, sondern es halt eben einfach ein Resultat aus diesen technischen Unterschieden ist. So, einmal abgeblendet, damit wir sehen können, was dort steht. 120 sind es wieder. Wir machen das einfach mit der AFB. AFB auf 120 eingestellt, den Rest macht der Zug. Da wir keine Fahrgäste an Bord jetzt heute hier haben, finde ich, ist das okay, dass wir das auch mit der AFB machen. Die ist zwar dann vielleicht so ein bisschen ruppiger, als wenn wir das jetzt manuell machen würden, aber das ist in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. So, Licht wieder an. Und jetzt Licht abgeblendet, sonst ist der Kollege gleich blind. Ein langer, langer Güterzug, sehr, sehr schön, viele Autos, die da transportiert werden. Und da ist noch ein Zug abgestellt. Kurz mal gegrüßt, beziehungsweise eine Lok ist da abgestellt, eine 185 war dort. So, was wir einmal hier an dieser Stelle einmal ganz kurz machen müssen, ist ein kleines Foto an dieser Stelle. Denn hier ist der Zug gerade so schön beleuchtet von der Seite. Na, also vom Bahnhof. Dann können wir diesen Moment mal ganz kurz nutzen für ein winzig kleines Bild. Und das war's dann auch schon. Mit dem markanten Bordbistro. Und Licht wieder an. Weiterhin 120 erlaubt. Wir nehmen die Leistung raus. Gleich werden nämlich 110 angekündigt. Da kommt wieder ein Kollege entgegen. Kurz mal aufgeblendet, gegrüßt. Der fährt auch mit Fernlicht durch die Gegend. Wobei, wir können auch ein bisschen Leistung aufschalten. Aber auf jeden Fall schon einiges los gewesen auf den Gleisen. Also es ist auch gar nicht so spät, es ist gerade mal 7:45. Aber ich kenne das ja aktuell Anfang März, da ist es halt um 7:45 immer noch oder schon dunkel. So, es geht gerade ordentlich bergauf, wir müssen richtig kämpfen. Und das ist die Ankündigung auf 110. Das heißt also, wir stellen noch in der AFB die 110 ein. So. Und dann passt das soweit. Ja, es stellt sich die Frage, ob DTG nochmal zu den alten Strecken zurückkehrt.
um da nochmal das neue Belichtungssystem darauf anzupassen. Die Sache ist, also es ist halt einfach wirklich anscheinend ein technisch sehr, sehr hoher Aufwand. Also das Belichtungssystem an sich einfach so drüber ziehen, das ist gar kein Problem, ne? Die Sache ist dann, dass dann diese ganzen Texturen nicht darauf angepasst sind, vor allen Dingen was so Signale angeht und die Zugzielanzeigen und die Fahrgastinformationssysteme und so. Und das muss dann alles irgendwie nochmal händisch angepasst werden. Und das nimmt wohl anscheinend sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Auch die ganzen Lichter von den Straßenlaternen, von den Bahnhöfen, von den Autos. Ja, also überall, wo es in irgendeiner Form Lichtkegel gibt, die alle müssen angepasst werden. Und zwar anscheinend manuell, händisch, jede einzelne Lichtquelle. Und das nimmt halt einfach wirklich sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Was heißt eigentlich das da oben, was jetzt auf uns zukommt? Dieses 110 und darunter ist die 100. Was folgt denn jetzt? 100 oder 110? Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Mal schauen. So, das war eine Ankündigung auf. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, weil ich mich auf den Streckenmonitor fokussiert habe. Aber auf jeden Fall erstmal die PZB. Geschwindigkeit, Überwachungsgeschwindigkeit unterschritten. Wir gehen mal sicherheitshalber auf die 80, vielleicht waren es auch nur 70. Ich bin mir da wirklich gerade nicht ganz sicher. Der Streckenmonitor sagt uns da auch nicht viel mehr. Nee, machen wir lieber das Licht an. Und der nächste Zug hier, also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag hier. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass die Main-Spessart-Bahn da so viel zu bieten hat. Was den Fahrplan angeht. Den hatte ich gar nicht als so dermaßen gefüllt in Erinnerung. So, einmal hier am Bahnsteig vorbei. So, da dürfen wir gleich 90 fahren. Beziehungsweise da dürfen wir jetzt schon 90 fahren und gleich nur noch 90, nämlich ab hier vorne rechts. Ja, ne, also wie gesagt, bevor da jetzt irgendwelche Kommentare schreiben, dass es so unrealistisch ist, dass du da mit Fernlicht fährst und so und das fährst und das Fernlicht. Eieiei, noch ein Zug. Und das Fernlicht ist unrealistisch, bla bla, das weiß ich alles. Danke. Aber sagt nicht dem Eisenbahnbundesamt Bescheid, bitte. So, 120 ab hier vorne. Wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist, dann können wir auch gleich beschleunigen. So, ab hier gelten die 120 AFB hoch und beschleunigen. So, 120 weiterhin. Ja, nochmal zu dem Thema mit den Strecken-Upgrades. Da, also ich würde mich schon freuen, ich erwarte es nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn DTG sich da zumindest an ein paar Strecken noch ransetzt. Ein paar haben das verdient. Also ganz ehrlich, ne, Rapid Transit geschenkt, ne? Spielt eh keiner, braucht keiner. Kann man weglassen. So, ganz ehrlich, ne? Jetzt mal meine ganz ehrliche Meinung. Rapid Transit
Vergiss es einfach. Aber ich finde beispielsweise, also erstens München-Augsburg ist ja die Strecke, wo man es am ehesten erwartet, wegen der Baureihe 420. Ne, dass da irgendwie die, dass da irgendwie so eine Art Abhängigkeit besteht zwischen Baureihe 420 und so einem Upgrade. Okay, 120. Da würde ich es beinahe schon erwarten, dass das auf jeden Fall für München-Augsburg doch nochmal irgendwann kommt, einfach nur wegen der Baureihe 420. So. Dann stellt sich danach die Frage, mit Logik kann ich da jetzt nicht weiter vorgehen, sondern jetzt ist es nur noch so ein Gefühl, so im Sinne von, welche Strecke hätte es verdient? Und da würde ich sagen, sowas wie meines Erachtens Hauptstrecke Rhein-Ruhr, weil Hauptstrecke Rhein-Ruhr zwar nicht szenerietechnisch die schönste Strecke ist, die wir haben, aber immer noch fahrplantechnisch wirklich meines Erachtens nach wie vor so Dresden-Rieser-Qualitäten hat, auch wenn ja, sowas wie ICEs und sowas in Gänze fehlen. Aber trotzdem, ich finde Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist eine unfassbar gute Strecke insgesamt, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde. Einfach weil der Fahrplan sehr, sehr, sehr gut ist. Trotz des Alters ist der Fahrplan unfassbar gut. Auch wenn da, wie gesagt, ne, ein paar Sachen fehlen, das will ich gar nicht leugnen. ICEs fehlen dann Gänze, die Güterzugfahrten sind da so lala, ne, also nicht ganz realistisch. Mittlerweile haben sich auch einige Sachen im Fahrplan, im S-Bahn-Verkehr und so weiter und so fort geändert. Das alles ist ganz klar, aber ich finde, gerade weil dieser Fahrplan der Strecke so unfassbar toll ist und deshalb Hauptstrecke Rhein-Ruhr meines Erachtens einen sehr hohen Wiederspielwert hat, weil man da sehr viele verschiedene Sachen machen kann, hätte die Strecke meines Erachtens ein Update verdient auf das neue Belichtungssystem. Köln-Aachen ebenso. Ja, bei Köln-Aachen kommt ja dieser neue Fahrplan. Der ist ja in Arbeit. Allerdings für dieser Fahrplan, der kommt an, ne, der kommt irgendwann als kostenloses Update. Der Fahrplan wird allerdings keinerlei Veränderung des Beleuchtungssystems bringen. Das wurde schon gesagt, ne, dass dieser neue Fahrplan ist so eine Art Hobbyprojekt von Joe, einem der Entwickler von DTG, der aus purer Liebe und Leidenschaft eben für Köln-Aachen einen neuen Fahrplan baut, aber das kann er halt nicht leisten, diese Arbeit, eine Strecke abzugraden auf das neue Belichtungssystem. Allerdings, gerade wegen dieses neuen Fahrplans und dieses hohen Wiederspielwerts, der dann sowieso schon dank dem New Journeys Fahrplan gegeben ist, finde ich Köln-Aachen ist ein sehr, sehr guter Kandidat für ein Upgrade. Mein Spessartbahn auch, weil mein Spessartbahn einfach so eine legendäre Strecke ist, finde ich, in einem TSW. Das ist so, ich glaube, jeder besitzt die Main Spessartbahn. Ich glaube, also mir ist noch nie irgendjemand in irgendeiner Form untergekommen, der länger am TSW schon dabei ist, der die Main Spessartbahn nicht besitzt. Und die Strecke ist halt trotz ihres Alters auch immer wieder ganz hübsch, weil sie wirklich sehr. Ja, weil also die Szenerie ist an den Seiten so lala, bei Nacht geht das ganz gut, aber die Streckenführung an sich ist echt spannend. Und da das ja auch mittlerweile eine historische Strecke ist, ne, dass die Spessart-Rampe gibt es ja so in dieser Form ja nicht mehr, so wie sie hier dargestellt ist. Und deshalb finde ich, mein Spessartbahn hätte das auch verdient. Mein Spessartbahn bräuchte aber auch definitiv mal einen neuen Fahrplan. Das muss man aber auch mal dann dazu sagen. Und ich glaube wiederum nicht, dass der von DTG kommt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann noch Mods in die Richtung, die mal neue Fahrpläne bringen. Es gibt ja diesen einen User, wir haben ja schon häufiger mal über ihn geredet, der aktuell an neuen Fahrplänen an einem neuen Fahrplan für Dresden-Rieser arbeitet und da auch regelmäßig darüber erzählt, wie das läuft. Was er gerade so macht, wo er gerade struggelt, wo er welche Erfolgserlebnisse hatte. Und das ist wirklich super interessant. Aber es zeigt auch vor allen Dingen eine Sache, und das gilt für ihn wie für MitarbeiterInnen von DTG gleichermaßen. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig und anstrengend, einen neuen Fahrplan zu bauen. Na, das ist kein, ich füge jetzt mal einfach einen Zug hier ein und der fährt jetzt dahin und dann fährt der nächste Zug dahin, sondern das ist
ein in höchstem Maße komplexer Prozess, der für den ich persönlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich nicht das nötige technische Verständnis hätte, um sowas selbst auch nur ansatzweise durchzusetzen. Und da eben Hut ab vor den Leuten, die das bei DTG machen als bezahlte Arbeit, Hut ab vor den Leuten, die das aber auch freiwillig dann noch machen, so wie eben Joe oder der User, der für Dresden Riese einen neuen Fahrplan baut. Aber entsprechend hoffe ich auch, dass auch mal irgendwann ein neuer Fahrplan kommt für Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Wäre schon ganz cool. Also falls einer von euch sehr gut im Modding ist und gerade ein bisschen Zeit übrig hat, fuchst euch doch gerne mal in die Tools rein und baut doch mal einen neuen Fahrplan für Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Nur so als kleiner Vorschlag. Ne? Also, nein, aber Spaß beiseite. Ich finde nicht, dass alle Strecken geupdatet werden müssten auf das neue Belichtungssystem, einfach weil die Arbeit meines Erachtens in andere Dinge besser investiert ist, wie zum Beispiel einfach in neue Strecken und neue Züge und vielleicht mehr Strecken und mehr Gleiskilometer. Aber so ein paar alte, legendäre Strecken da nochmal zu überarbeiten, das fände ich schon ganz cool. Und ich bin mir sicher, irgendwann wird im Laufe der Zeit vielleicht noch die ein oder andere Strecke geupdatet werden. Vielleicht kommt ja sowas dann doch noch irgendwann. Also für München-Augsburg zumindest, damit rechne ich relativ fest, bezogen jetzt auf die Baureihe 420. Bei den anderen Strecken gibt es da keine so wirklich logische Erklärung. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch mit der Zeit Leute, auch bei DTG, die da immer mehr Erfahrung haben damit und das auch vielleicht schneller können und auch vielleicht Lust drauf haben und dann entsprechend da Upgrades kommen. Aber angekündigt ist nichts, ne? Wir haben jetzt viel darüber geredet und schwadroniert. Angekündigt ist da entsprechend nichts. Ja, wir haben heute gar nicht über die Strecke in irgendeiner Form geredet, über die Main-Spessart-Bahn, über darüber, dass wir eigentlich hier im ICE sitzen. Was ist eigentlich das Licht an? Naja, das Licht im Fahrgastraum ist an. Das können wir ausschalten. Geht das mit der Zugsammelschiene eigentlich auch? Nee, vermutlich nicht, oder? Das sind die Fahrmotorlüfter, Stromabnehmer, Führerstandsbeleuchtung. Nee, ich glaube, können wir gar nicht hier an- und ausschalten, oder? Versuchen wir es mal mit der Zugsammelschiene. Nö. Na gut, lass mir die Zugsammelschiene an. Vielleicht haben wir noch irgendwie Personal im Zug, das gerade mitfährt. Und die wollen ja sicherlich auch ihre Handys aufladen oder sich doch nochmal einen Kaffee machen. Finde ich auch, ist auch übrigens so eine Sache, ne? Kaffee im ICE. Sehr überteuert, aber irgendwie schmeckt er gut. Also nicht gut im Sinne von, dass es extrem hochwertiger Kaffee ist im ICE. Es ist jetzt kein Kaffee, wo ich sagen würde, uff, der kommt an, weiß ich nicht, an italienische oder kroatische Verhältnisse ran. Oder brasilianische. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Reiseflair und oh, ich gehe ins Bordbistro und hole mir jetzt einen Kaffee und dann setzt man sich mit einem Kaffee da ans Fenster und verreist dort weiter und guckt, wie die Landschaft an einem vorbeifliegt. Das gibt einem so eine insgesamt eigentlich ganz entspannt und coole Atmosphäre, sofern natürlich die Züge pünktlich sind und nicht, nicht extremst verspätet sind, nicht irgendwelche Anschlüsse ausfallen, denn dann hilft auch ehrlicherweise der Kaffee nicht so wirklich. So, auf den letzten Kilometern können wir einmal noch einen kleinen Sprint hinlegen mit den 150, die wir jetzt gleich fahren dürfen, bis wir dann in Gemünden sind. Ich weiß leider überhaupt gar nicht, von wem die Lackierung aus dem Creators Club ist. Sie ist aus dem Creators Club, so viel kann ich euch bestätigen, das ist keine Mod. So, das sind 150. Ich weiß allerdings auf Biegen und Brechen nicht, also es fällt mir zumindest jetzt gerade nicht on the top of my head ein. Ihr könnt aber sicherlich, wenn ihr im Creators Club ein bisschen pfiffig seid und da ein bisschen sucht, sicherlich irgendwie
das Repaint finden und vielleicht mal nach 30 Jahren eingeben oder Baureihe 401 oder BR 401 oder irgendwie sowas und dann einfach mal ein bisschen gucken. Irgendwo werdet ihr das sicher finden. So, 130 sind angekündigt, Fahrschalter auf 0 gesetzt und AFB auf 130. Lassen wir mal wirklich die AFB hier bremsen. Ah, wobei es geht bergab. Ja, doch, 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 das klappt schon. Das klappt schon. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Ab hier vorne gelten dann die 130. Hier links geht's auf die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. By the way. Ist praktisch der Zubringer. Und ja, ne, also diesen Streckenteil haben wir auch dann auch bei Kassel-Würzburg tatsächlich. Hier. Das hier, das ist die Schnellfahrstrecke, die jetzt hier rechts abgeht in dieser Überführung. Oder in diesem Überwerfungsbauwerk. Ist das ein Überwerfungsbauwerk? Ich glaube nicht. Ich glaube, man nennt es einfach Brücke in diesem Fall. So, wir kommen da vorne, werden wir gleich. Oder ist das die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg? Weiß ich gar nicht jetzt. Also, wobei, das müsste, glaube ich, der Schnellfahrstreckenteil sein. Was das genau ist, weiß ich nicht. Es ist vermutlich doch ein Zubringer, oder? Genau, also wir werden auf jeden Fall die Schnellfahrstrecke gleich noch ein weiteres Mal wiedersehen. Und sind dann aber auch schon fast in Gemünden. Die 3,8 Kilometer sind allerdings Luftlinie. Und wenn wir nochmal kurz auf die Karte gucken, dann sehen wir, ja, ne? Luftlinie ist auf jeden Fall kürzer als der Weg, den wir jetzt gleich nehmen werden. Das ist ganz klar. So, AFB auf die 110 runter. Hervorragend, ja. Ja, übrigens, wir sind mittlerweile bei beinahe 3000 Abos angekommen auf diesem Kanal. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Also, wenn man sich mal vorstellt, dass ich jetzt vor 3000 Leuten in Person sprechen würde und 3000 Leute vor mir stehen würden, das ist ja ein riesiges TV-Studio, wäre das zum Beispiel, ne? Das ist der Wahnsinn und ich bin da natürlich dankbar für jeden Einzelnen und für jede Einzelne, die da abonniert und zuguckt und immer fleißig kommentiert und konstruktive Kritik mit angibt. Und da ist nochmal die Schnellfahrstrecke übrigens, ne? Hier. Ne, gar nicht, das ist eine Straße. Das ist eine Straße, das ist keine Schnellfahrstrecke. Das ist eine ziemliche Langsamfahrstrecke da. Müssen sie auch fahren. Sie fahren ja durch Einwohnergebiet. Ja, genau, ne? Also, upsie, mein Telefon hat gebimmelt. Da einfach nochmal einen riesigen Dank für oder an alle Leute, die hier immer regelmäßig zugucken. Auch an die ganzen stummen ZuschauerInnen, die nur gucken und nie einen Kommentar schreiben. Ihr seid genauso herzlich willkommen und ich freue mich aber natürlich immer über einen Kommentar. Was euch da so gefällt und ob ihr vielleicht noch Verbesserungswünsche habt, ob ihr irgendwelche Fahrtwünsche habt, Streckenwünsche, was ihr gerne mal wiedersehen würdet, welches Fahrzeug auf welcher Strecke, welches Szenario oder ob ihr noch irgendwelche anderen spannenden Ideen habt. Das ist die Schnellfahrstrecke, ihr Lieben. Genau. Ich habe mir auch schon mal, was ich mir auch gedacht habe, das ist aber, glaube ich, nicht so taktisch klug von mir, dass ich das erst zu spät jetzt hier anspreche, weil die meisten sind halt zu Beginn dabei und gegen Ende des Videos sind natürlich immer weniger Leute dabei. Aber diejenigen, die sich das immer noch hier angucken, sei mal die Frage gestellt, ob ihr da auch Bock hättet auf so eine Art Format, wo wir etwas, ja, sagen wir mal, absurder, unrealistischer unterwegs wären. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, der U-Bahn-Zug von der Baikalu-Line einmal auf
Bremen-Oldenburg oder so. Also ob ihr da mal Lust hättet, dass man mit so einer gewissen Regelmäßigkeit, nicht so oft, aber vielleicht so ein, zweimal im Monat auch mal so ein Video vielleicht mal einfach macht im Sinne von, ja, wir gucken einfach mal, welche Freiheiten uns der TSW da so bietet oder dass wir mal mit einem ICE über eine amerikanische Güterzugstrecke brausen oder irgendwie sowas in die Richtung. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr da an sowas prinzipiell mal Lust hätte, drauf Lust hättet. Wie gesagt, das wäre jetzt auch nicht so, dass das den normalen Content, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ersetzen würde, sondern es wäre mehr so zusätzlich oder nur so wirklich so ein ganz, ganz kleiner Teil dann davon, dass vielleicht ein bis zweimal pro Monat ein Video kommt, wo einfach mal auch so ein bisschen, ja, absurdere Fahrten auf dem Plan stehen. Fände ich persönlich irgendwie ganz witzig. Aber ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Und dann sind wir auch schon in Gebünden, Bahnsteig 9, dort halten wir. Müssen da, glaube ich, wohl dann warten, bis uns irgendein Zug überholt oder so, hat mir der Fahrdienstleiter gesagt. Und wenn das passiert ist, dann dürfen wir gleich weiterfahren. Und das mache ich dann allerdings alleine, während wir uns hier vorne nochmal die 146 da vorne angucken. Ansonsten ist hier auch schon nicht mehr so viel los. Ja, 146 mit zwei Dostos. Genau, ne, also wir fahren auch hier tatsächlich auf dieses Abstellgleis und nicht das Bahnsteiggleis, weil da gleich noch ein Regionalzug oder so vorbeikommt. Den wollen wir natürlich nicht blockieren, denn der hat Vorrang. Wir haben ja keinen richtigen Fahrplan in diesem Sinne. Mach nochmal das Licht aus. Und, achso, ja, doch, das ist doch ein Bahnsteig hier, ne? Naja. Gut, ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.